Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego Batman 3 jenseits von Gotham und aus Okara raus begeben wir uns gleich woanders hin, doch davor grüße ich noch ein paar Leute und zwar die Annika und den Max, Max hatte ich schon, den Markus meine ich natürlich. So. Hier gab es übrigens auch noch eine Welt. Und zwar in dieser World, sag ich mal, wo man die ganzen Welten bereisen kann. Und zwar sind wir jetzt hier auf dem Mond. Gibt es auch ein paar kleine Dinge zu finden, ne? Aber ich wollte nur auf dieses eine Easter Egg hier anspielen. Guck mal hier. Gibt es ein kleines Easter Egg? Das soll natürlich die Raumfahrt, also die erste Raumfahrt von Neil Armstrong darstellen, wo der die amerikanische Flagge hier drauf gemacht hat. Aber Lego hat sich eher selbst symbolisiert, denn eigentlich waren sie diejenigen, die den Mond bereist haben. Und hier gibt es tatsächlich noch eine siebte Welt, und zwar Oha. Und ich denke, wir gehen erstmal dorthin, bevor wir weiter zu den anderen Welten gehen. Ich wusste wirklich nicht, dass diese Welt da ist, bevor ich mir irgendein Let's Play da gesehen habe, dass da tatsächlich noch eine Welt ist. Das hat mich echt gewundert. Ui, was ist denn das hier? Okay. Also weiter habe ich nicht drauf geschaut. Ja, das sieht schon mal ziemlich interessant aus. Und sieht danach aus, wären wir hier auch Fahrzeuge benutzen können. Was können wir hier benutzen? Ah, hier sind unsere Fahrzeuge. Nice. Wir haben zwar nicht so viele, aber wir nehmen einfach mal das Joker-Mobil. Das ist ja geil. Erstmal ein Screenshot. Ne? Schickes Mobil. Jawohl. So, Thumbnail gemacht. Nice. Jetzt fahren wir mal eine Runde. Für einen weiteren goldenen Stein. Okay, scheiße. Oh, kacke. Wieder nicht aufgepasst. Und hier die Rampe. Ja. Und Rampe. So lauter Musik hier rumfahren. Wie die Assis. Junge, wer braucht Forza, wenn man hier das hat? Bam, jawoll. Easy. Junge, hört euch die Reifen an, Alter. Alter, das Auto klingt halt nicht gesund. Muss ich ehrlich sagen. Aber machen wir noch eine zweite Runde. Lass mal eine Rampe hier rüber. Oh, komplett verkackt, Alter. Okay, aber jetzt weiter. Und hier die Kurve lang. Und dann nochmal links. Rechts. Ich habe meine Links-Rechts-Schwäche. Und hier weiter den Berg hoch. Und hier der Abfahrt nach oben. Und jetzt hier die Rampe. Und oh, und krasser Crash. Aber unser Fahrzeug ist halt einfach aus Panzerglas. Also kann alles aushalten. Und jetzt hier rum, rechts und dann, oh, die Ziellinie. Oh mein Gott. Okay. Ich habe irgendeinen Schaden. Das merke ich. Ah, ich habe Spaß. Ich habe wirklich Spaß. Gut. Dann gucken wir mal direkt hier, was wir hier spawnen können. Wahrscheinlich die Raumschiffe. Yep. Nein, ich kann nicht das Orange Lantern Raumschiff spawnen. Aber natürlich. Dann nehme ich halt Black Zero Schiff. Ah, ist das hässlich, Alter. Ist das hässlich, muss ich ehrlich sagen. Ich kann auch nicht höher gehen, oder was? Was ist denn das? Ah, doch. Was ist denn das für eine Steuerung? Die ist ja noch ekelhafter als bei den Fahrzeugen. Gibt es überhaupt sowas für Flugzeuge? So ein... Nee. Auch keine Minispiele hier. Gibt es ja gar nichts zu machen, Alter. Okay, da unten vielleicht noch ein Wettrennen.
Aber ansonsten ist das irgendwie ziemlich leer. Das enttäuscht mich jetzt hier ein bisschen. Was ist hier? Ach, hier ist wieder so ein Felsen. Ah, guck mal, da brauchen wir Batman. Dann können wir doch direkt Lantern mal benutzen, den wir ja vorhin hatten. Lass mal noch mal ein bisschen hier auf die Uhr gucken. Oh. Wird wahrscheinlich wieder 20 Minuten dauern. Ah, guck mal. Zack, aufgebaut. Und da haben wir doch die nächsten direkt. Aber irgendwie, trotzdem ist dieser Planet viel zu leer, finde ich. Es sind halt nur diese Wettrennen und das war's halt. Okay, dann machen wir noch ein paar. Diesmal mit einem anderen Gefährt. Hallo. Er verwandelt sich erstmal in eine Murmel. Das ist auch komisch. Was nehmen wir denn? Wir können ein Motorrad nehmen. Harley Quinns Hammer Truck. Harley Quinns Motorrad. Batmobile 1944. Das Batboot. Der Trombler. Gepanzertes Auto. Oh, jawohl, so ein gepanzertes Auto. Alter! Was geht? Das gibt ja richtig Gas! Der auch schießen wahrscheinlich. Und hupen. Okay, wie kann er schießen? Es hat doch mal Nitro. Jo, geil. Ah, so hier. Na, was wollt ihr? Jo, das kann man ja richtig spammen, Alter. Ah, weg mit euch hier gleich. Keine Ahnung, ich feier so verrückt rum. Junge, das Ding ist voll geil. Guck mal. Warte. Wenn ich jetzt so hier mache, fährt ja richtig zickzack und dann schießt er. Oh mein Gott, das sieht ja voll geil aus. Das Ding ist auch so am Driften. Oh, jawohl, es macht so Spaß. Papi, es macht Spaß. Kann ich hier auf den Berg rauf? Boah. Okay, ich wusste gar nicht, dass das mir wirklich so viel Spaß macht, Alter. Oh, Junge, diese Fahrzeuge, Alter. Na gut, dann fahren wir mal hier ein weiteres Rennen. Wuff, wuff, wuff. Oh, fuck. Komplett verkackt. Jawohl, haben wir gerettet. Zack, zack. Oh, oh, oh. Das sind aber auch harte Kurven, muss ich ehrlich sagen, mit dem Fahrzeug. Nein, oh mein Gott. Ich habe mir auch echt eine Herausforderung hier mit dem Fahrzeug gemacht. Na gut. Nächste Runde, nächstes Glück. Zack, zack. Boah. Nee. Fahr doch bitte. Alter. Jetzt aber, come on. Alle guten Dinge sind drei. Erstmal richtig einparken. Kamera richten. Los geht's. Ist ein bisschen langsamer. Genau. Boah, das Ding driftet so hart, Alter. Sorry, Robin. Ja, wir sind schon mal weiter. Sehr unterfallig. Junge. Der arme Robin. Ich überfahre ihn die ganze Zeit. Schau, fahr, fahr. Hä? Ich habe es doch schon berührt. Okay, dann das vierte Mal. Aber Leute, jetzt wird's was. Jetzt konzentrieren. Konzentrieren. Nein. Oh. Ey, ich habe mich jetzt einfach nur noch konzentriert, Alter. Ich habe jetzt, meine Taktik ist halt einfach ein bisschen langsamer nach den Kurven zu fahren, damit das Ding nicht so hart driftet. Ich wusste nicht, dass man in so einem Spiel so auf die Fahrphysik aufpassen muss. Aber na gut. Da
Das Ding ist so am Übersteuern, echt. Schrecklich. Okay, muss man sich Hühner umfahren. Ich sehe keine weiteren Hühner. Ah, da, da, da. Okay, warte, warte. Wir machen das anders. Steigen aus. Ballern wir einfach die Hühner weg. Eins. Schieß doch. Zwei. Da ist auch eins. Du sollst da drauf schießen. Und dentern. Drei. Vier. Und da ist das letzte. Jawohl. Batman's Tumbler. Das ist ein dickes Ding. Kann man sagen. Kann ich es auch direkt kaufen? Das will ich mal direkt sehen. Nein, ich habe nicht genug Geld. Alter. Ich habe für alles so wenig Geld, Junge. Muss ich... Och, Junge. Ich bin arm, gib mir Geld. Oh. Wenn man von Geld spricht, Alter. Komm, gib mir alle Münzen. Guck mal, hier sind doch sehr viele Münzen. Jawohl. Gib mir alles. Gib mir dein Geld. Hier gleich die anderen schönen Münzen. Nein, nicht runterrutschen. Ja. Bring doch. Bring doch. Hallo, hallo. Ja, endlich. Ja, nice. Aber es hat jetzt nicht so viel Geld gebracht, wie ich es wollte. Da oben hätten wir noch ein Bett drin. Da unten, was gibt's hier? Kamera. Okay, was zum Aufbrechen. Wird ja einfach sein. Nimm mal was, Superman. Superman. Ah, Robin. Schieß genau perfekt. Steck deinen Stab rein. Yes. Nice. Auf keine... Alter, Superman, auf Posen das Spiel zu spielen. Soll das kaputt machen? Nee. Okay. Das hat mich gerade irritiert. Hier haben wir wahrscheinlich auch ein Bett rein. Oder? Oder auch nicht. Nein, das ist was anderes. Nehmen wir doch hier Marvel Manhunter. Vor jemand anderes. Wo ist denn bitte Robin? Das Ding ist, ich weiß nicht, wo Robin ist. Ach, ganz weit weg. Komm, Superman, du schaffst das. Jawohl. Gut, Manhunter hat doch hier schön gewartet. Freut mich. Ich muss gar nicht da bleiben, oder? Ach, egal. Das hat sich trotzdem gelohnt. Denn wir bekommen jetzt wieder einen schönen goldenen Stein, den wir benutzen können. Baby, gib mir! Ja, nice. Bruce Wayne, kleiner Sportwagen. Was mache ich da gerade? Okay, so kann man auch runterfallen. Das war echt ein Erlebnis. Na gut, dann gibt es hier unten noch ein paar weiße Sachen zu finden. Ein Wettrennen. Ui, was ist denn hier? Okay, erstmal einen Überblick verschaffen. Ja, wie sind hier die Platten? Ist die vielleicht von oben? Was ist hier oben? Ups, nee.
Ich war, frag mich gerade, wie ich diese Platten hier raushole. Gibt's auch irgendwie keine Steuerung. Ah, doch. Hier kann ich was bauen. Oder doch nicht. Hä? Was denn nun? Kann ich jetzt hier bauen oder nicht? Doch, kann ich. Okay. Seit wann ist Mathe Man hat denn Technik-Affi? Meine Güte. Dann flieg halt da drauf. Wenn du nicht Jump'n'Run-mäßig darauf kommst. Hallo? Okay, das geht auch nicht. Weil da. Der kann da irgendwie nicht drauf. Junge! Was hab ich das jetzt die ganze verkacke? Ja, endlich. Und da ist er doch. Komm mal, das ist das letzte hier. Jawohl. Nicht, dass irgendwelche kommen und sagen, oh, du hast das aber nicht richtig gemacht. Du hast gecheatet. Ich hab schon richtig gemacht. Ich bin doch kein Noob. Machen doch hier nicht den Easy Mode. Hier soll auch noch einer sein. Und zeige mir. Hä? Hier unten. So, wieder so ein Bett drin. Ja, nee, die lasse ich jetzt erstmal aus. Aber hier unten gibt es was zu machen. Okay, ja, das ist eigentlich recht einfach. Erstmal sich unsichtbar zu machen. Wer konnte denn das nochmal? Schon Batman konnte das mit seinem Tarnanzug. Alter, dieses Gebimmel geht mir auf den Sack. Na, danke. Wir brauchen noch 3 Leitungen. Die finde ich wo? Ah, hier ist eine. Zweite Leitung gekappt. Eine fehlt aber noch. Doch, die ist direkt in der Nähe. Und damit ist der Weg auch offen. Ich frag mich zwar, wie diese anderen Laser noch aktivieren können. Die. Ich kann nicht mehr reden. Die anderen Laser noch laufen können. Weil wir haben doch gerade den Strom gekappt. Aber na gut. Es ist magisch. Magisch sein ist schon was Besonderes. Okay. Außer Wettrennen gibt es hier nichts mehr, oder? Doch, hier hinten. Das wird ja einfach. Batman, aktiviere deinen Spinnensinn. Ach nee, das war ja ein anderes Universum. Aktiviere nochmal deinen Spinnensinn. Junge. Das ist nur eine kleine Kante. Aber hier kommt er drauf. Und da haben wir schon den nächsten Hinweis gefunden. Jetzt muss ich das ja nochmal aufbohren, Alter. Und jetzt muss ich das nochmal. Und jetzt muss ich nochmal diese Scheiße hier tippen. Wie viele Schritte braucht man, um eine Kiste zu öffnen? Aber dafür bekommt man auch einen Charakter. Das hat sich gelohnt. Lex Luthor als Wonder Woman verkleidet. Warte mal, das will ich jetzt sehen.
Nein, ich will nicht die andere Version, ich will die Wonder Woman Version. Gott, Alter, wie behindert das aussieht. Das sieht so bescheuert aus. Okay. Und so kann man sich ja auch anziehen. Und da haben wir doch direkt das nächste. Aber hier muss ich klein werden. Wer von meinen Charakteren kann klein werden? Boah, das weiß ich gar nicht. Was labert er da die ganze Zeit? Also, in Marvel, da wüsste ich das jetzt. Also, da wäre das ja jetzt Ant-Man, aber hier in DC Universe, so heißt das halt jetzt gar nicht. Vielleicht der Hund, warte mal, hier der Hund. Kommt der da rein? Nee. Mann, Doggy. Aber er kann schnell laufen. Oi. Nicht mal Paula kann so schnell laufen. Na gut, Leute. Dann beende ich hier diese fantastische Folge. Wir haben mal ein bisschen herumgecruised. Haben auch ein paar Aufträge gemacht. Und haben einen kleinen Einblick bekommen von Oha. So Oha war es jetzt auch nicht. Aber es war okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, meine Schnuckels. Haut rein. Ciao, ciao.